Die US-Arzneimittelbehörde FDA bezeichnet es als einen historischen Schritt. Zum ersten Mal überhaupt weltweit ist eine Gentherapie gegen Krebs zugelassen worden. Erst einmal nur in den USA, aber Europa könnte noch in diesem Jahr nachziehen. Die eigenen Immunzellen werden hierbei gentechnisch so verändert, dass sie selbst zu Tumorjägern werden und gegen den Krebs kämpfen. Die Medizin setzt große Hoffnung in diese Gentherapie. Wie hoch die Heilungschancen sind und ob dies der entscheidende Schritt im Kampf gegen den Krebs ist, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Es ist wirklich absolut bahnbrechend. Konkret geht es um die Therapie namens Kymria des schweizerischen Pharmakonzerns Novartis. Ende August hat die US-Arzneimittelbehörde FDA diese Gentherapie auf dem amerikanischen Markt zugelassen. Mit ihr sollen zunächst einmal Blutkrebspatienten, also Leukämiepatienten aus den USA unter 25 Jahren behandelt werden, für die es keine anderen Chancen auf Heilung gibt. Die sogenannte akute lymphatische Leukämie, kurz ALL, in Deutschland macht sie fast ein Drittel aller Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen aus. Hierbei entarten die Vorläuferzellen der Lymphozyten, also der weißen Blutkörperchen, und vermehren sich unkontrolliert. Die Krankheit ist, wenn dann überhaupt, nur mit intensiver Chemotherapie in den Griff zu bekommen. Medizinerinnen und Mediziner weltweit setzen große Hoffnungen in die Gentherapie Kymria. In Tests mit 63 krebskranken jungen Menschen, bei denen andere Therapien erfolglos ausgeschöpft wurden, habe Kymria in 83% der Fälle Wirkung gezeigt, innerhalb der ersten 3 Monate, so die Angaben des Pharmaherstellers Novartis. Bei 11 der Erkrankten schlug die Therapie nicht an, bei 29 Patienten und Patientinnen trat der Blutkrebs nach 6 Monaten wieder auf. Trotzdem ist dieses Ergebnis erfolgreicher als andere Therapien, die bislang angewendet werden. Die Idee hinter der Kymria-Therapie ist tatsächlich beeindruckend. Körpereigene Zellen eines Blutkrebspatienten werden hierbei so umprogrammiert, dass sie selbst gegen die Krebszellen kämpfen. Sie werden also zu Tumorjägern, tatsächlich eine völlig neue Dimension in der Medizin. Zunächst werden den Betroffenen bestimmte Immunzellen entnommen, die sogenannten T-Zellen. Im Labor werden diese dann gentechnisch so verändert, dass sie in der Lage sind, Krebszellen zu identifizieren und zu zerstören. Dies funktioniert durch Genmanipulation. Hierbei binden die T-Zellen einen bestimmten Rezeptor an ihrer Oberfläche, wodurch sie ein spezielles Antigen auf den Tumorzellen erkennen. Sie werden vervielfacht und den Patienten und Patientinnen dann wieder als Infusion verabreicht. Sobald die T-Zellen Krebszellen identifizieren, greifen sie an und vervielfältigen sich wieder. Absolut genial, denn so kann allein eine gentechnisch veränderte T-Zelle tausende Tumorzellen vernichten. Novartis beziffert die Kosten für diese Therapie auf $475.000, also umgerechnet rund 400.000 €. Zu den hohen Kosten kommen starke Nebenwirkungen, die auch zum Tod führen können. Die Gentherapie wird deswegen zunächst nur in speziellen US-Fachzentren durchgeführt. Den Patienten und Patientinnen wird dann zudem nur eine sehr geringe Menge an T-Zellen verabreicht, um zu überprüfen, wie stark ihre Reaktion darauf ist. Und auch hier in Europa stehen die Chancen gut, dass diese Gentherapie zugelassen wird. Darüber zu entscheiden hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA. Und ihr liegen schon Anträge dazu vor. Experten und Expertinnen hoffen, dass tausende schwerkranke Menschen bald davon profitieren können, bei allen Bedenken gegen Gentherapie. Manche Medizinerinnen und Mediziner sprechen tatsächlich schon von einer neuen Ära der Leukämiebehandlung. Dieses faszinierende Prinzip der so produzierten Tumorjäger soll möglichst bald auch auf andere Arten von Krebs übertragen werden. Aufgerüstete Immunzellen könnten dann auch Tumorzellen in Brust, Lunge oder Bauchspeicheldrüse bekämpfen. Doch dies ist leichter gesagt als getan. Das Problem hierbei, die T-Zellen haben es viel schwerer, solche festen Tumore zu erreichen. Zudem ist das Milieu in diesen Bereichen des Körpers ungünstig für sie. Wenn es hier Fortschritte gibt oder Komplikationen, hier bei Klicksum halte ich euch natürlich dazu auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke. Hier geht es weiter mit Krebs mit Smartphone diagnostizieren. Ja, soll funktionieren. Wie? Klickt auf das Video, damit ihr nicht dumm sterbt. Also, ansonsten, bis dann. Bleibt dran.